Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Tomodachi Life. Schön, dass ihr dabei seid. So, jetzt kam das Projekt da, eine Zeit lang nicht. Nun geht's hier in Tomodachi Life aber weiter. Und ja, schauen wir doch mal, wie es unseren Besuchern geht und was es alles so getan hat, während wir abwesend waren. Davor nur zwei Sachen, nämlich Sache Nummer 1. Zum einen habe ich vor, das Projekt ab jetzt wirklich wieder täglich zu spielen, weil das der einzigste Sinn und Zweck von diesem Projekt ist, dass man das täglich spielt. Und dadurch, dass man das täglich spielt, man eben viel Abenteuer mit seinen Mies erlebt. Das ist Sinn und Zweck des Projekts und das will ich auch ein bisschen damit erreichen. Deshalb spiele ich das ab jetzt ja täglich, das ist Sache Nummer 1. Und Sache Nummer 2 ist, wenn ihr Mies habt, wenn ihr mir sagt, was ist mit dieser gerade eigentlich los, wenn ihr Mies habt, von denen ihr sagt, ihr würdet die gern drin haben in dem Let's Play, einfach mir die schicken und dann baue ich die ein ins Let's Play. Und ihr könnt bei eurem Mies hacken, entweder per, also halt den QR-Code, am besten schon gleich den Mitomo QR-Code, wenn ihr Mitomo habt, dann ist das Mie nämlich gleich an Mitomo angepasst. Falls ihr kein Mitomo haben solltet, hackt mir einfach so euren Code und dann ja, das Haus, das ist das dann halt so irgendwie übernehme und das halt Standard einstelle, weil ich weiß eigentlich, was ihr für Eigenschaften habt, aber ich könnte gerne auch dazu schreiben. Und zirken könnt ihr mir dann den QR-Code via Privatchat, entweder über WhatsApp, wenn ihr in der Community-Gruppe seid, könnt ihr mich deshalb privat anschreiben. Bitte auch wirklich nur deshalb und nicht einfach aus Luxentollerei, weil mich nervt, wenn mich irgendwie, keine Ahnung, 30 Leute, die ich nicht kenne, private WhatsApp anschreiben, muss nicht sein, aber ihr dürftet es dann. Den Code eben zu hacken. Und sonst haben wir auch noch Discord, PN-Nachricht, Twitter, Instagram, PN, geht alles. Darüber könntet ihr mir. Alter, hört ihr das? Was ist denn das hier? Irgendwas macht sich gerade erst die komische, creepy Geräusche. Ach, das ist hier. Ich habe hier dieses kleine Radio hier. Das stelle ich immer unter mein Mikrofon runter, damit das nicht umfällt, das denn da. Das macht richtig komische Geräusche. Guck mal her. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Das sind richtig, richtig komische Geräusche. Ich schalte das Ding mal lieber aus. Was soll ich mir danken machen, weshalb das so viele Geräusche macht? Aber okay. Ist halt, da frag ich dir mal nicht weiter. Das ist erst gruselig, ne? So. Diese komischen Geräusche. Aber egal. Last but not least, schickt mir gerne eure Mies irgendwie so. Wenn ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Da kann ich euch dann nochmal genauer erklären, wie ihr mir das hochsetzen könnt. Oder das haut aus den. Ich glaube, das war der erste Part. Da habe ich es auch nochmal ganz ausführlich erklärt. Weil ich will ein paar mehr Mies drin haben. Es sind zwar so ein. Wenn ich mal reinschaue und schaue, was hier abgeht, ein paar Mies sind drin, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber umso mehr, umso besser. Also wenn ihr Mies habt, zickt sie nahe. Weil jetzt schauen wir doch mal, was bei uns so abgeht. So, fangen wir mal ganz links an, nämlich hier bei David und Krote sind hier. Krote und ich sind ja in Tomodachi Life verheiratet. Also in Tomodachi Life habe ich schon sowas gebracht, das nochmal als Erinnerung. Ah, sein Mutter, das ist heftig. Das wird ab jetzt nicht mehr passieren. Ab jetzt wirklich täglich dieses Let's Play, ich schwör's. Weil sonst bleibt das ja alles hängen. So. Mein Mie will nur einen Hut, den kauft mal dem. Das ist halt alles nur so. Weiß nicht. Muss nicht sein nach dem Motto. Nehmen wir mal den Hut hier. Weil viel anderes bleibt nicht übrig. Und zwar ein schönes Schwarz, wie sie es gehört. Und hoffen mal, dass wir damit richtig liegen und dass das mal irgendwie gefällt, ne? Aber es ist ja nie. So, den geben wir jetzt mal. Keine Ahnung, ob er dir gefällt oder nicht. Wir werden es sehen. Nope, tut's immer nichts. Überhaupt nichts. Okay, gut zu wissen. Macht ja nichts. Ich spüre quasi die Blicke der Leute, wenn ich angesehen werde. Das ist doch mal eine coole Sache, ne? Das kann nicht jeder von dir behaupten. Okay.
sagen wir mal so Gamer. Alter, was machen die da eigentlich? Die werfen dich mit Sachen? Was geht denn bei denen ab hier? Ich bin ja nicht oft sauer, aber jetzt bin ich wirklich wütend. Ja, man merkt, dass du wütend bist. Was ist los? Ich habe mich mit Cookie gestritten. Ich bin so wütend. Oh, was im Ernst, Cookie? Was machst du mit meinem armen Gamer? Na und? Alter. Ich habe mich mit Cookie gestritten. Ich bin so wütend. Okay, das war ein Ines. Vertragt euch. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Ja, okay, ist gut, Bro. Ich habe mich mit Cookie gestritten. Ja gut, das wissen wir doch alles. Okay, dann geben wir das in ein Geschenk, damit du dich beruhigst. Seele. Hier, wir geben dir also ein Dingsbums hier, damit kannst du dich beruhigen. Ja, friss was. So viel kann ich nicht essen. Ich habe mich mit Cookie gestritten. Okay, dann geben wir jetzt was zum Trinken, vielleicht hilft dir das ja weiter. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Ich hab keine Ahnung, was ich in dem Fall machen muss. Weißt du was, wir kaufen dir ein, eine Spieluhr, die beruhigt doch immer. Die beruhigt es. Darf ich mir das gleich mal anhören? Gerne. Ja, das beruhigt ihn. Siehst du? Alles richtig gemacht hier. Es ist doch gut. Das wäre echt schön. Auch das Haus, wie sich das hier so schön dreht. Hat schon was, diese Spieluhr, hat schon was. Könnte ich auch stundenlang von zuhören, wirklich. Ich mag Spieluhren erst total gern. Ich hatte früher selbst mal auch eine, die meine Oma noch geschenkt hat, wie sie noch gelebt hat. Das war, wenn ich immer dran erinnere an diese Spieluhr. Ich weiß nicht, habt ihr auch irgendwie so eine Spieluhr oder sowas? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, aber genug von der Spieluhr. Sag mal, wie es weitergeht. Da wird man ganz ruhig, oder? Richtig, das war auch so eine Sack-Aktion, Gamer, ne? Viel ruhiger, siehst du? Dann vertragt euch doch einfach und alles ist gut. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Ja, wenn das so einfach geht, würde ich immer so entschuldigen. Ne, dann würde es jeder machen. Jetzt mal frei nach der Logik. Aber ist ja gut, dass es gut gelaufen ist. Wir haben uns vertragen. Und die beiden es wieder vertragen haben. Das ist doch super. Sind wir begeistert, geben einen Daumen nach oben. So, ich hab ein Reisegutschein. Yay! Yeah. Sowas ist doch immer sehr geil. Nanu, hast du eine neue Frisur? Ebenbild von David. Ich habe wirklich eine neue Frisur, seit dem letzten Mal, wo ich hier war. Ja gut, es ist ja Monate, da kann das so mal sein. Also das hat nichts krasses mit Hellseherissen und sonst was zu tun. So, sagen wir mal, was Sophie von uns möchte. Moment, du bist das. Ja, ja, okay, ich hab's schon verstanden, dass es hier lange genug nicht da war. Regt jetzt mal nicht so auf, okay? Etwas kaltes Essen. Etwas kaltes Essen, na, das ist ja hier. Aubergine-Auflauf. Okay, weißt du, hast gesagt, du hast was Kaltes? Ja, hast du was Kaltes? Knallhart. Huh. Sophie, du isst, als ich sie dir kenne, die trockenes Weißbrot ziemlich lecker findet. Aber okay, ich hinterfrage nichts weiter. Jetzt hat wieder was Neues geöffnet hier. Sagen wir nochmal, was er hier eröffnet hat. Ah, Spong ist mir erzählt. Anhand virtueller Abbilder untersucht ein Spezialcomputer, ob zwei bestimmte Personen zueinander passen. Ah, also der, erhalten einen Freundschaftswert. Personen unterschiedlichen Geschlechts einen Liebeswert. Was? Wieso tun Personen gleiches Geschlechts nur einen Freundschaftswert erhalten?
Also das Ganze hier ist ja nicht sehr hier genderfreundlich, ne? Also so Leute, die bi oder lesbisch oder so sind, die werden hier benachteiligt. Das merke ich jetzt schon, ne? Aber was ist das? Hier so ein Liebesbarometer oder sowas oder wie? Die kennst du früher aus der Brauersreizschrift, das weiß ich nicht. Habt ihr, wie ihr so vierte, fünfte Klasse wart, sechste Klasse vielleicht auch noch, oder seid ihr es gerade vielleicht, habt ihr da Bravo gelesen? Und wenn ja, kennt ihr aus Bravo noch diese komischen Liebesbarometer? Also halt zum Beispiel Sternzeichen, keine Ahnung, das war halt mein Sternzeichen und das von deinen krassen Schwarm vergleichst und dann gab es da irgendwie ein Herzchen, wo passt gut zusammen, so eine Wolke, wo naja, passt schon und dann irgendwie ein Blitz, wo passt gar nichts oder so. Ich weiß nicht, kennt ihr den noch? Ich habe damals leider zum Teil zum Bravo gelesen, ich habe nie irgendwie sowas wirklich gemacht, weil ich kam nie lange dazu, aber trotzdem, diese Liebesbarometer, an die erinnere ich mich noch, die gab es nämlich immer in der Bravo. Und die gibt es auch heutzutage noch, habe ich gesehen, weil wir neulich in Kunst so eine Collage erstellen mussten. Dafür mussten wir Zeitschriften mitnehmen. Und da habe ich so seit 5 Jahren zum ersten Mal wieder eine Bravo gelesen. Alter. Also wirklich, die habe ich in der Kindheit halt so oft gelesen. Die Bravo, das war so ein krass damals, ne? Die ganzen Zeugs, was da drin war. Und dann vor allem Dr. Sommer, oh Gott. Okay, ich vertiefe mich jetzt lieber nicht weiter in die sehr skurrilen und komischen Geschichten in der Bravo, wo 13-Jähriges, 12-Jähriges und sonst was erleben, was ich noch nicht mal andersweise erlebt habe. Aber okay, ich weiß viel zu viel ab, ist hier schon. So, wir haben noch einen Typen in unserem Haus. Ich muss erst aufpassen, weil wir um den mal zu kümmern müssen, denn er was er mir wollte. Nämlich, warum hat denn hier Spongy? Dann schauen wir doch mal, was Spongy will. Ich heiße Spongy GC. Ich nehme alles ziemlich ernst. Okay, Spongy, gut zu wissen. Ich will etwas zu essen, egal was. Okay, ach, ich glaube, mit dir habe ich noch gar nicht gespielt, ne? Ich glaube, du bist im ersten. Ich glaube, das letzte Mal haben wir dich so neu gepackt, aber nicht mehr, oder? Kann das sein? Ich weiß jetzt aber gar nicht mal mehr. Hat er absolut lecker. Was ihn Auflauf, also seine erste Wahl. Wunderbar. Haben wir doch gleich immer gut gepunktet bei ihm. Ja, mal sehen, yay. Yeah. So. Gut, dann ist hier wieder alles Lot im Boot. Dann gehen wir mal weiter zum Ereignisbrunnen. Beziehungsweise. Sollen wir hier beim Haus zurück mal vorbei? Beim. Dort wohnen da Leute, die, was R plus. Ah, da kann man zoomen, kann die beobachten. Vielleicht von oben eins zu machen. Hallo, wie funktioniert denn das nicht? Ich bin von oben. Mach dann dort du von unten. Hä? Ah, X war's, okay. Das sind 3000 Fotos hier gemacht. Wie ich hier meine Mi-Familie gestalkt habe. Sehr gut. Ich bin begeistert. Was hat die eigentlich alles ein bisschen eröffnet hier? Was ich noch nicht mal gesehen habe hier. Okay, müssen wir uns alles im nächsten Part anschauen, sobald ein paar mal Leute da sind. Der Fall ist klar. Machen wir erstmal noch den Wunschbrunnen, dann sage ich noch einen kleinen Appell. Dass ihr gerne noch eure Mies rein könnt, damit hier mal ein bisschen der Spaß so richtig losgeht ab dem nächsten Part. Dann passt das eigentlich schon wieder für heute. Aber Vollgas über Bravo geredet. Oh ne, ja, die war erst früher so eine Zeitschrift, ey. Also ich bin jetzt keine von ekklesiahaften Bravo-Lesern oder was auch immer, so nichts, ne? Also, dass ihr denkt, das ist bergeweise Bravo-Zeitschriften. Ich hab die alle irgendwie mal weitergegeben oder so, zum Glück. Ich lese jetzt nur noch hier sinnvolle Literatur, wenn ich es denn mal lese. Hier ist ein Beispiel die Endzone, also das ist eine Nintendo-Zeitschrift. Die ich tatsächlich abonniert habe und die lese ich auch noch jeden Monat, ne? Also ich unterstütze da diese Printmagazine tatsächlich. So, Endzone zum Beispiel oder heißen die von GameStar. Die haben auch da diese andere Zeitschrift, die hole ich mir auch ab und zu oder halt all sowas, ne?
aber egal. Ja, na, wie gesagt, Leute, gerne eure Mies können auch noch dazu in Tomodachi Live. Mich würde es freuen. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich beim Zuschauen von dem Part von Tomodachi Live. Wenn der euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, ich sehe, was so heißt. Ich bin es halt so total beschwert, wenn ich immer diese Sprüche bringe. Aber gut. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.